heute die Gelegenheit nutzen, Ihnen schon mal Einblicke in unsere neue Bildungsbroschüre zu geben, die demnächst auch erscheinen wird. Sie sieht so aus. Sie heißt Wald und Klima erleben. Das sind Bildungsprojekte für die Kita und Grundschule. Und es ist eben so, dass während unserer zahlreichen Fortbildungen, die wir schon hatten, in Gruppenarbeiten, ja, viele kreative Ideen entstanden sind, rund ums Thema Wald, Klima, Klimawandel. Und die wollten wir Ihnen nicht vorenthalten. Und deswegen habe ich einige Ideen aufgegriffen und die zu Bildungsprojekten weiterentwickelt. Und die sind eben in dieser Broschüre anschaulich zusammengestellt. Hier ein kleiner Überblick. Hier sehen Sie das Inhaltsverzeichnis. Es ist so, dass jedes Projekt, Sie sehen ja diese farbigen Balken, das sind die einzelnen Projekte, eben 6 Stück, ist immer auf einer Doppelseite anschaulich dargestellt, dass man alles gut zusammengefasst sehen kann. Und in dieser Broschüre gibt es dann eben erstmal 6 Projekte. Es wird noch eine weitere Broschüre folgen. Die wird dann ähnlich aufgebaut sein. Also auch darauf können Sie sich auch schon freuen. Nochmal zurück zu der aktuellen Broschüre. Die Projekte, die Sie dort finden, eignen sich für Kinder im Kita- und Grundschulalter. Und es ist so, dass ja Sie als erfahrene Pädagogen, Pädagoginnen die einzelnen Aktivitäten natürlich auch immer entsprechend anpassen können, indem Sie sie adaptieren, etwas leichter oder auch schwerer machen. Und so kann man das Ganze dann eben auch entsprechend der Zielgruppe nochmal so ein bisschen anpassen. Und der Lernort, klar, wo kann man besser über den Wald lernen als draußen in der Natur? Also all die Projekte bringen Sie dann auch raus in den Wald. Und zu den Inhalten vielleicht kurz. Also wir geben in der Broschüre konkrete Spiel-Experiment-Ideen an die Hand. Und das soll Sie eben daran unterstützen, auch mal spontan, kurzfristig mit Gruppen eben auch ja Aktivitäten durchzuführen. Und im Vordergrund steht immer das gemeinsame Erleben und Entdecken. Und die Themen, die wir in der Broschüre verwendet haben, sind zum Beispiel nachhaltige Forstwirtschaft, Wasserhaushalt, Wetter, Klima, aber auch Waldgesundheit. Und die Sachen sind dann natürlich immer auch kindgerecht aufbereitet. Und ja, was ist unser Ziel? Also wir möchten damit wieder einmal mehr unterstützen, dass eben die Inhalte, Bildungsinhalte, Wald und Klima ist auch noch mal mehr wieder in den Alltag schaffen von Ihnen als Pädagoginnen, auch Multiplikatoren, und haben eben gedacht, das ist doch gut, wenn ja A, die wunderbaren Ideen der Fortbildung nicht verloren gehen und B, Sie das auch einfach nutzen können, schon fertig entwickelte Programme. Denn genau wie wir schon festgestellt haben, haben ja viele von uns ja einen sehr straffen Arbeitsalltag, und dann ist es doch immer schön, man hat auch schon so ein paar vorgefertigte Sachen, die einen unterstützen. Durch jedes Programm begleitet ein Maskottchen. Sie sehen hier die 6 Maskottchen der einzelnen Projekte. Wir haben Hugo Holzlöffel, Bruno Baum, dann Vanja Wichtel, Rita Regenwurm, Frieda Frosch und Finja Fichte. Und ich würde jetzt einfach mal kurz vielleicht den Hugo vorstellen, Hugo der Holzlöffel. Und er ist wie folgt beschrieben. Hugo sieht eher blass aus, denn er ist aus hellem Buchenholz und fühlt sich im Schatten sehr, sehr wohl. Sein Körper ist schlank und sein Kopf groß. Wie passend denn, er ist ein schlaues Köpfchen. Er kennt sich hervorragend mit den Baumarten des Waldes aus und kann anhand von Jahresringen erkennen, wie alt ein Baum ist. Und er weiß ganz genau, wie ein Holzlöffel entsteht. Und ihm ist außerdem bekannt, dass es neben Holzlöffeln oder Kochlöffeln auch noch ganz viele andere Dinge gibt, die aus Holz sind. Und obendrein, das sieht man noch ganz gut auf dem Bild, ist er kreativ und liebt vor allem auch schöne Kleider und Frisuren. Ja, genau, warum die Maskottchen? Also wir haben die Erfahrung gemacht und Sie vielleicht auch bereits, dass es immer sehr schön ist, wenn man ein Projekt hat mit Kindern und man eben ein Maskottchen dabei hat, was durch dieses Projekt führt, weil Kinder sich oft dann auch mit den Maskottchen eben identifizieren können, das Ganze nochmal so ein bisschen lebendiger wird und auch dem Projekt einen ganz guten Rahmen gibt. Und ich habe es auch schon erlebt. Also ich habe zum Beispiel auch eine Froschhandpuppe zu Hause. Bei mir heißt die Max. Und wenn ich mit Gruppen unterwegs bin, dann ist es auf jeden Fall so, dass Max niemals irgendwo vergessen wird. Also wenn ich den vielleicht doch mal irgendwie an einem Baumstumpf oder dergleichen liegen lasse, dann gibt es mindestens ein Kind, was Max wieder einsammelt, weil er natürlich immer mit muss. Und insofern finde ich halt, dass ja, es immer sehr, sehr schön ist, auch so ein Maskottchen oder eine Handpuppe dabei zu haben.
Zurück zur Broschüre. Hier sehen Sie einzelne Symbole. Es ist so, dass allen Aktivitäten in den Projekten eben diese Symbole zugeordnet sind, sodass Sie schnell erfassen können, um was für eine Art von Aktivität es sich handelt. Und ich gehe jetzt mal einmal von oben nach unten durch. Das erste Symbol steht für Entdecken. Das zweite mit der Lupe, das grüne für Forschen. Dann haben wir kreatives Gestalten. Die Wolke in dem türkisen Feld steht für Reflexion. Und dann ganz unten haben wir das Icon, was dafür steht, dass wir ein Spiel haben. Und ich gehe auch mal direkt weiter. Hier sieht man das dann ganz schön. Dort zu sehen ein Projekt, nämlich Hugo der Holzlöffel. Und auf den Post-its, auf den weißen Feldern sehen Sie eben die einzelnen Aktivitäten, die man zu dem Thema durchführen kann. Und auch die Icons sind dort wieder abgebildet, sodass man sofort erfassen kann, ah, okay, das ist eine Aktivität, wo man kreativ wird. Da kann man nochmal in die Reflexion gehen, dass man das dann auch direkt ganz übersichtlich erfassen kann. Ansonsten gehen wir mal vielleicht nach oben links in den gelben Kasten. Dort sehen Sie, dass die Lernziele abgebildet sind, die man mit dem Projekt erreichen kann. Und dann links weiter unten sind die BNE-Kompetenzen aufgeführt, die man erwirbt. Und dann rechts unten in diesem gelben Kasten gibt es dann noch eine Anregung, wie man in das Projekt einsteigen kann. Man könnte sagen, also Sie sehen, es ist sehr knapp alles, aber es ist auch wirklich so gedacht. Denn die beschriebenen Aktivitäten sollen als Impulse dienen, um ja sie in einem variablen Zeitraum auch durchzuführen. Also idealerweise handelt man das ganze Projekt ab in einem Zeitraum, der einem zur Verfügung steht. Es kann jetzt direkt eine Projektwoche sein, aber vielleicht auch ein regelmäßiger Nachmittag, wo man sich eben mit Hugo Holzlöffel beschäftigt. Aber es kann natürlich auch so sein, dass sich einzelne Aktivitäten einfach herausgreifen, wenn da der Zeitmangel ist. Und ansonsten würde ich halt schon empfehlen, wenn irgendwie möglich wäre, es ganz schön, auch das ganze Projekt durchzuführen. Denn ja, so kann eben das ganze Konzept und die Idee dahinter von den Kindern auch viel besser verstanden werden. Und ansonsten auch zu sehen, Infoboxen und Tipps. Es ist immer so, dass wir auch zwischenzeitlich immer noch weiterführende Infos geben zu dem Projekt, wo man vielleicht noch weitere Materialien herbekommt. Oder auch jetzt die Info hier ist jetzt zur Baumart Rotbuche. Und genau, dass man einfach auch noch so ein paar Infos bekommt, die wertvoll sind. Und unten rechts finden Sie dann auch immer die Materialien, die Sie für die Durchführung des Projektes benötigen. Gibt es Fragen soweit zu der Broschüre? Dann würde ich die gerade beantworten. Wann erscheint die? Die wird also digital, denke ich, so in ein, zwei Monaten erscheinen und dann wird sie gedruckt und also spätestens im Herbst wird sie erhältlich sein. Und genau, vielleicht dann auch noch zu der Frage, wie Sie davon erfahren. Also Sie könnten sich entweder für den Newsletter bei uns anmelden auf dem Bildungsserver Wald, da werden wir auf jeden Fall dann auch informieren, wenn die Broschüre erhältlich ist. Und ansonsten könnten Sie aber einfach auch regelmäßig auf unsere Website schauen und dann werden Sie auf jeden Fall auch erfahren, wenn die Broschüre erscheint. Wird dann auch zugänglich sein auf dem Bildungsserver Wald für den digitalen Download und dann irgendwann auch in unserem SDW-Shop, wo man sie dann gegen eine Portogebühr bestellen kann. Die Broschüre an sich ist dann auch kostenfrei, auch die gedruckte. Und dann genau können Sie sich quasi aussuchen, ob digital oder in Printform. Ja, gibt es noch Fragen? Gut, damit danke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und jetzt geht es weiter im Programm. Simon Ambrosch wird Sie gleich weiter durch das Programm führen und Ihnen jetzt einen ganz guten Einblick, also nicht einen ganz guten, sondern einen super Einblick geben, wie ich finde, in welche ja, Fördermöglichkeiten es gibt, welche zusätzlichen Gelder Sie vielleicht noch wie erwerben können für Ihre tollen Projekte und Ideen. Und ja, wünsche Ihnen auf jeden Fall jetzt noch weiterhin eine gute Veranstaltung. Herzlichen Dank, Anne, ja, für diesen exklusiven Einblick in die bald erscheinende neue Klimakönner-Broschüre. Ja, hier auch gerne nochmal den Hinweis auf die Möglichkeit, Fragen zu stellen.
gerne den Chat nutzen. Sie haben auch die Möglichkeit, die Hand zu heben auf Ihrem Video über diesen Emoji. Da versucht dann die Technik auch mit drauf zu achten und wir werden Sie dann auch aufrufen. Das betrifft dann auch später die restlichen Vorträge, die von externen ReferentInnen noch kommen. Da aber bitte dann auch erst im Anschluss des jeweiligen Vortrags. Dafür haben wir auch genug Zeit eingeplant. Ja, das nächste Thema wurde jetzt nicht nur bei der Aufbereitung der Ergebnisse aus letztem Jahr angesprochen, sondern auch in verschiedenen Kleingruppen im persönlichen Austausch in der Kaffeepause. Welche Möglichkeiten habe ich denn, ja, mein so wertvolles Engagement eben noch finanziell zu unterstützen? Da haben wir unseren Markt der Möglichkeiten online eben genau zu diesem Thema erweitert, auch wieder aufgeteilt in bundesweite Angebote, aber auch bundeslandspezifisch. Wir haben hier einmal kurz beispielhaft dargestellt, was gilt da zu beachten. Aufbauend auf eben meiner Internetrecherche rund um dieses Thema habe ich erst einmal ja, die wichtigste Frage, was habe ich überhaupt vor? Was für Möglichkeiten habe ich beispielsweise mein Außengelände naturnah zu gestalten, um das auch in meiner Bildungsarbeit anzuwenden? Welche Möglichkeiten mit den Kindern und Jugendlichen Naturschutzaktionen umzusetzen, entweder direkt in der Einrichtung oder eben auch draußen, gerne in Zusammenarbeit mit einem ortsansässigen Naturschutzverband. Die haben in der Regel auch die notwendige Expertise und auch Material zur Hand. Und idealerweise würde ich sowas dann eben auch öffentlichkeitswirksam machen, sodass sehr viele Menschen dann auch davon mitbekommen und vielleicht sogar dazu motiviert sind, ja, dem nachzuahmen. Ein Klassiker ist natürlich auch gerade im kleineren Rahmen Anschaffung von Materialien, beispielsweise für den MINT-Unterricht. Wir wollen außerschulische Lernorte besuchen oder auch Klassenfahrten, dort verschiedene Bildungsprogramme auch wahrnehmen, die eventuell zusätzliches Geld kosten. Ich möchte einen nahegelegenen Wald in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Forstamt oder auch dem Privatbesitzer oder der Privatbesitzerin ja, für meine Bildungsarbeit nutzen, dort eventuell sogar eine Patenschaft eingehen, bei der Bewirtschaftung dieses Waldstücks mithelfen oder eben halt auch dort ein grünes Klassenzimmer einrichten. Für die Ideen selbst gehen Sie im Team und vor allem halt auch unter Einbindung der Kinder und Jugendlichen in den Austausch. Machen Sie Brainstormings. Vielleicht gibt es ja auch schon konkrete Vorhaben, die Sie dann hier in den vorgestellten Angeboten sehen. Kurz nochmal der Hinweis. Ich habe gerade gesehen, es wurde ein Bildschirm geteilt. Da wird die Technik jetzt, glaube ich, nochmal genau die Möglichkeit ausblenden. Später dann, wenn es notwendig wird, nochmal freistellen. Habe ich also zusammen mit meinem Team und zusammen mit den Kindern und Jugendlichen eine Idee gefunden. Auch dort nochmal der Hinweis, gehen Sie gerne mit im nahegelegenen Bildungseinrichtungen in den Austausch. Finden Sie gegebenenfalls auch Beispielprojekte bei den angegebenen Angeboten, die ich Ihnen dann vorstelle. Gehen Sie die Beispielprojekte einmal durch, lassen Sie sich dort inspirieren und nehmen Sie gegebenenfalls dann auch dort Kontakt auf, um ja so den Erfahrungsaustausch zu gehen. Habe ich die Idee formuliert, kann ich nach einem passenden Programm suchen. Welche Möglichkeiten gibt es da? Wir haben vor allem jetzt in unserer Liste Stiftungen, Umweltlotterien oder auch landesweite, also landespolitisch initiierte Förderprogramme gesammelt, genauso wie auch diese Möglichkeit wollte ich nicht ausschließen. Crowdfunding-Plattformen für diejenigen, wo dieses Prinzip des Crowdfundings nicht bekannt ist. Ich stelle dort meine Idee, mein Vorhaben der Öffentlichkeit vor und werbe um Spendengelder. Jede Einzelperson hat dann die Möglichkeit, einen frei wählbaren Betrag zu zahlen, um die gesamte, ja, notwendige Summe, zusammenzubekommen. Und in der Regel ist es so, dass es das Alles-oder-Nichts-Prinzip gibt. Das heißt, nur wenn die festgelegte Summe, die ich erreichen möchte, auch erreicht wurde, wird das Geld dann ausgezahlt und in dem anderen Fall kriegen die einzelnen Spender dann das Geld wieder zurück. Also man muss dann schon auch das Ziel erreicht haben. Andernfalls wird das Geld wieder zurückgezahlt. Wie das Ganze im Detail funktioniert, auch bezogen auf die konkreten Beispiele, das ist immer sehr gut erklärt dann auch auf den jeweiligen Homepages. Da werden Sie dann aber auch gleich sehen, dass es alles verlinkt und recht übersichtlich.
Wenn ich jetzt auch unter anderem durch unser Angebot erfahren habe, was für Möglichkeiten gibt es generell, kann ich dann nochmal konkreter meine Idee in den Kontext stellen und schauen, welche Schwerpunkte hat denn beispielsweise die Stiftung, die ich ansprechen möchte? Welche Zielgruppen passe ich da rein? Das Ganze ist sowohl online immer sehr übersichtlich dargestellt, gleichzeitig sind dort aber auch die notwendigen Unterlagen verlinkt, wo sie in den Vergabeprinzipien und auch in der Förderrichtlinie, genauso wie in der Satzung, da nochmal mehr in die Tiefe gehen können und schauen, wie hoch ist die maximale Fördersumme, welche Unterlagen brauche ich denn für meinen Antrag, und gegebenenfalls auch Fristen, die einzuhalten sind. Oft ist das eben am Anfang oder am Ende des Jahres, beziehungsweise zum Anfang und Ende eines Schuljahres. Aber wie gesagt, gehen Sie da einfach dann auf die entsprechenden Internetseiten und Sie werden da auf jeden Fall sehr gut an die Hand genommen. Zu den angesprochenen Unterlagen, die man meistens braucht, natürlich eine kurze Beschreibung des Vorhabens in Form einer Projektskizze. Oft gibt es dafür auch Online-Formulare, die Sie nutzen können und gar nicht eben noch die zusätzliche Arbeit haben, da jetzt irgendwelche Dokumente anzulegen. Sie stellen einmal kurz dar, wie Sie die notwendigen Mittel dann auch einsetzen möchten, also in Form eines Finanzierungsplans. Und gegebenenfalls, wenn das sich primär an Vereine und Ähnliches richtet, den Nachweis der Gemeinnützigkeit beziehungsweise auch eine Zeichnungsberechtigung vorweisen, da sind Sie dann aber auch auf jeden Fall gut beraten, wenn es darum geht, was Sie da vorweisen müssen. Aber in erster Linie wichtig ist natürlich die Idee einmal konkret auf Papier zu haben und dann auch zu wissen, wofür brauche ich wie viel Geld. Schon angesprochen, jedes der Angebote hat unterschiedliche Formen der Beratung. Wenn Sie über die bereitgestellten Dokumente wie die Förderrichtlinie hinaus noch Infos brauchen, nutzen Sie gerne die einzelnen Beratungsservices der Angebote. Und da gibt es in den meisten Fällen auch wirklich einen persönlichen Kontakt, wo Sie genau wissen, wen habe ich denn da am Ende der Leitung. Bei den Crowdfunding-Plattformen ist es auch oft so, dass es dann Coaching-Programme gibt, wo Sie darin geschult werden, die Idee möglichst attraktiv und auch übersichtlich darzustellen, sodass Sie auch möglichst viele Leute erreichen. Wie teile ich diese Idee abseits dessen, dass ich sie da online stelle? Wie kann ich zum Beispiel die Elternschaft und das soziale Umfeld der Kinder und Jugendlichen auch damit einbeziehen, gegebenenfalls auch auf einer Veranstaltung wie Tag der offenen Tür oder ein Sommerfest da nochmal ordentlich die Wärmetrommel rütteln? Genau, also da sind Sie auf jeden Fall immer sehr gut beraten und die einzelnen Infos dazu finden Sie dann auch auf den Verlinkungen auf dem Bildungsserver Wald, den Sie jetzt bald in der Mittagspause dann auch besuchen können, um dann wirklich konkret unsere Vorschläge entdecken zu können. Hier der Hinweis nicht nur für eben diese Finanzierungsmöglichkeiten, sondern auch bei der Auflistung von Materialien, Projekten und außerschulischen Lernorten. Kommen Sie gerne auf uns zu, wenn Sie dort ja Anregungen haben, die da noch nicht gelistet sind und um diesen Fundus eben für alle erweitern zu können. Wir machen das im Übrigen auch bezogen auf alle Bundesländer und spätestens Ende des Projektes soll dann die Liste so komplett sein, dass eben auf alle Bundesländer bezogen diese Angebote bestehen, aber über das Projekt hinaus immer eine Aktualisierung auch angestrebt ist. Ich habe noch ein kurzes Beispiel aus Ihrer Region einmal rausgesucht. Hier war es die Freie Schule Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern mit dem Projekttitel Grüner Schulhof, umweltgerechte Nutzung und Bewirtschaftung des Schulgeländes. Konkret wurde hier eine unterirdische Regenwassersammelanlage für den Schulgarten angelegt, was natürlich nach einer gewissen Planung und auch in der Anstellung von der Dienstleistung, der Umsetzung dieser Baumaßnahmen benötigt wird, was Geld kostet, was aber gleichzeitig eben halt auch dafür sorgt, dass die Schülerschaft dort diesen Schulgarten leichter bewässern kann, nachhaltig bewässern kann, indem das Regenwasser gesammelt wird und nicht eben das Wasser aus der Leitung dann in die Beete fließt. Ist also eingebettet in ein größeres Bildungsprojekt, diesem Schulgarten, was ja natürlich auch wieder 1000 Türen öffnet, um da verschiedene Themen dann auch wirklich zu behandeln.
Finanziert wurde das Ganze durch das landespolitische Förderprogramm Umweltbildung des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie. Das finden Sie dann eben als eigenen Steckbrief dann auch in unserer Sammlung. Konkret hier war die Zuwendung als Zuschuss. In vielen Fällen ist es eben keine 100% Förderung, sondern ein Teilbeitrag. Es ist oft so, dass eben die AntragstellerInnen auch einen Eigenbeitrag leisten sollen. Und der betrug hier, also der Zuschuss betrug hier 716 Euro. Und die Kriterien und notwendigen Unterlagen zu diesem Förderprogramm, wie gesagt, finden Sie da dann auch nochmal bei dem eigenen Online-Auftritt des Angebotes.